Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Ingrid und heute möchte ich mit euch dieses Mini-Album Schrägstrich-Fotofolio basteln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so viele 12x12-Inch Designpapiere gehortet, dass ich jetzt ein bisschen was davon verarbeiten möchte. Und wenn ihr doppelseitig bedrucktes Designpapier verwendet, dann ist das natürlich ein super duper Last-Mini-Projekt. Denn in 7 bis 8 Minuten habt ihr den Rolling fertig. Wie viel Zeit ihr danach für das Gestalten aufwendet, liegt natürlich bei euch. Hier seht ihr eines, das wirklich ziemlich einfach gemacht ist. 12x12-Inch Designpapier doppelseitig bedruckt. Die Mitte kann man auch unterschiedlich gestalten. Hier habe ich 2 Taschen gemacht, wo man einfach von der Seite so ein Tag einschieben kann. Hier finden 6 bis 8, 9x13 Fotos Platz. Und es ist auch super handlich, wenn man es per Post schicken möchte, kann man den Rücken einfach ein bisschen einbiegen. Außer ihr habt so großzügig dekoriert wie ich hier. Aber dann kann man das ohne weiteres auch in einen Briefumschlag stecken und verschicken. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch mit Mattungen arbeiten, so wie ich das hier gemacht habe. Die eine Seite habe ich so belassen und auf die andere habe ich Mattungen aufgebracht. Hier habe ich die Mitte als Einstecktasche gearbeitet, also von der einen Seite ein bisschen was schräg abgeschnitten, so dass man hier eventuell auch noch Fotos einstecken kann. Ihr seht, gibt es auch verschiedene Verschlussmöglichkeiten. Hier ist gar keiner dran, aber man könnte ohne weiteres einfach ein Band rumbinden. Hier durch die Mattungen auf Vorder- und Rückseite kann man Bänder zum Binden einarbeiten. Wenn ihr das nicht möchtet, gibt es auch noch so eine Variante. Also ich glaube, ihr seid da ganz kreativ und könnt das Ganze nach Belieben gestalten. Hier habe ich Fotomatten eingeklebt, damit keine Missverständnisse entstehen. Und hier habe ich eine ganz einfache Tasche gearbeitet, die man von oben befüllen kann. Die könnte man natürlich auch genauso zur Seite arbeiten. Aber das wisst ihr schon alle. Da möchte ich euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Ich habe mir für heute ein Designpapier aus diesem Block ausgesucht. Ja, ich weiß, Weihnachten ist schon vorbei, aber ich habe mir Gedanken gemacht, was die schwierigste Variante wäre, um so ein Fotofolio zu basteln und bin zum Entschluss gekommen, ein einseitig bedrucktes, dunkles Designpapier hat gewonnen und deshalb werde ich das heute mit diesem hier basteln. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch in einem einfarbigen 12x12 Cardstock arbeiten und alles mattieren. Das hat zum Vorteil, dass ihr vom Design her ein bisschen flexibler seid. Ihr könnt da richtig kreativ werden. Ihr könnt Reste verwerten oder aber einfach das Design, also den Fotokarton stempeln. Selbstverständlich braucht ihr ein Designpapier ohne Richtung. Zumindest kein oben und unten. Wenn ihr sowas Lineares habt wie hier, geht es eigentlich noch. Und ich hätte das gerne, dass meine goldenen Streifen hier vertikal verlaufen. Das heißt, ich lege das Ganze so ein, aber mit der Rückseite nach oben. Und zwar falzen wir bei 10. Und warum das so ist, erkläre ich euch, wenn wir soweit sind. Wir falzen bei 10, bei 20. Drehen das Ganze einmal um 180 Grad und kommen von der anderen Seite und falzen nochmal bei 10. Wie ihr wisst, sind 12 mal 12 Inch 30,48. Das habe ich natürlich gegoogelt. Das heißt, uns bleibt hier 4,8 mm über. Und nun könnt ihr euch entscheiden, ob es euch nichts ausmacht, mit Inch zu arbeiten. Dann könnt ihr die Länge eures Designpapieres belassen. Wenn ihr Zentimeter bevorzugt, dann würde ich das Ganze umdrehen und bei 30 cm kürzen. Und ich mache das jetzt der Einfachheit halber. So. Dann legen wir das Ganze mit dieser doppelten Nut nach oben an.
Und zwar bei 15, weil die Hälfte von 30 ist 15. Wir kommen von oben und falzen bis zur ersten Querfalz. Und von unten schneiden wir bis knapp über die erste Querfalz. Und damit wäre auch schon die ganze Falzerei und Schneiderei gemacht. Dann können wir auch schon anfangen zu falten. Und zwar achtet ihr darauf, dass ihr die Kanten unten und oben bündig habt. Und gehen einmal von unten nach oben, was auch immer oben und unten ist. Ja, ich weiß. So, wir haben zweimal die 10 cm Bereiche. Dann eine kleine, wie soll ich es denn nennen, Rücken. Einen kleinen Rücken dazwischen. Und von der anderen Seite auch nochmal 10. Und das falzen wir jetzt nach. So, ich fürchte, ich muss euch ein bisschen rausziehen. Sonst seht ihr nichts. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir diese doppelte. Und jetzt falten wir das Ganze so zusammen. Und jetzt seht ihr auch, oder ich erkläre euch jetzt, warum wir das Ganze so gefalzt haben. Hier die Mitte, die wird dann später die Tasche. Und egal, welche Variante ihr jetzt nun macht für eure mittlere Tasche, ist es natürlich schwierig, wenn ihr verschiedene Formen habt oder in der Mitte auseinanderschneidet, um diese zwei Taschen zu machen, ist es schwierig, hier mit Mattungen zu arbeiten. Und deswegen dachte ich, dass Design auf der inneren Seite zu haben, wäre besser. Oder es würde die Arbeit erleichtern, sagen wir es mal so. Jetzt seht ihr auch schon, wie das Ganze zusammenkommt. So, das ist die Mitte, die wird zu einer Tasche arbeiten. Und das ist dann hinten. Und so sieht das Ganze dann schon mal aus. Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen unschön gearbeitet. Ihr macht das natürlich viel besser. Nun könnt ihr euch entscheiden, welche Variante der Tasche ihr hier innen macht. Da ich ja diese dunkle, weiße Variante mache, würde ich jetzt ungern irgendwas Schräges rausschneiden. Das wäre natürlich... Wobei, lasst es uns machen. Da habe ich auch einen Trick. Gut, dann machen wir hier eine schräge Tasche. Ihr habt mich überzeugt. Jetzt fange ich schon an, Selbstgespräche zu führen. Es ist egal, wie ihr das schneidet. So, das heben wir auf. Und nun geht es ans Kleben. Ich klappe das hier auf und lege mir hier einen kleinen Klebestreifen und hier das kleine Stückchen. So, klappe das Ganze wieder hoch und um zu sehen, ob der Rücken jetzt akkurat abschließt, muss ich die anderen beiden wieder wegklappen und hier die Kante anpassen. Ich muss nämlich sicher gehen, dass das hier gerade ist. Die andere Seite darf ich natürlich auch nicht vergessen anzudrücken. Jawohl. Und falls ihr jetzt Hexerei erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Das Einzige, was ich mache, ist, ich nehme dieses Stück und klebe es an die Rückwand. Dann habe ich hier die schräge Tasche und hier das Design im Verlauf.
So ein bisschen darauf achten, dass keine weißen Ränder überstehen. Zur Not kann man sie natürlich abschneiden. Aber ja. Oh, ich habe wirklich nicht sauber gearbeitet. Ich hatte das vorher schon gefalzt. Das war ein Fehler. Okay, so, dann haben wir hier auf jeden Fall die Tasche. So, nun schneide ich mir die Mattungen. Ich benötige 1, 2, 3 und 4. Und die mache ich aus diesem hier. Und zwar 9,5. 14,5 5 mal 14,5. So. Und falls ihr jetzt Zauberei erwartet, muss ich euch enttäuschen. Was ich euch empfehlen würde, ist ein altes Buch oder ein Katalog, einen schwarzen Filzstift und dann ziehen wir die Ränder nach, damit die nicht so weiß scheinen. Das ist fürs Erste, für die Mattungen. So, die zwei für innen habe ich die Ecken abgerundet. Die hätte ich gern so. Und die anderen beiden habe ich mit dem Filzstift einmal umrandet. Und nun müssen wir das Ganze noch an unserem Fotofolio machen. Und zwar werden wir das Ganze inken. So, ihr habt hoffentlich halt. Da möchte ich auch noch abgerundete Ecken haben. So, am besten eignet sich natürlich eine Unterlage, die nicht so viel saugt. Ich habe hier so ein laminiertes A4-Blatt. Das ist ganz gut. Es lässt sich nämlich ganz gut die Farbe von dem laminierten Blatt noch auf das Projekt übertragen. Okay. Wie viel ihr davon macht, bleibt euch überlassen. Die Kanten machen wir natürlich auch. Die sind natürlich später auch zu sehen. Einmal von der Seite, einmal von der Seite. Wir haben nicht sehr viel Rand, deswegen braucht es auch nicht so intensiv sein. Nur damit dieses krasse Weiß dann nicht so blendet. So, das ist unser Rücken. Dem werde ich später extra Beachtung schenken. Das Ganze noch mal von der anderen Seite. Das entfällt natürlich alles, wenn ihr ein beidseitiges Designpapier habt oder ein helles. Wenn ihr ein helles Designpapier habt, dann braucht ihr das Ganze nicht machen, weil dann stört die weiße Kante nicht so sehr. So, ich denke, die Kanten sind soweit in Ordnung. Dann fangen wir mal mit dem Rücken an.
Ihr könnt euch natürlich auch ein Stück Designpapier zurechtschneiden und das Ganze aufkleben. Ich mache das hier zum ersten Mal und deswegen möchte ich wissen, wie das aussieht, wenn ich das einfach nur inke. Und nochmal von der anderen Seite. So, das lässt sich ganz gut, die Unterlage lässt sich ganz gut abspülen und beim nächsten Projekt wieder verwenden. Okay, der Rücken, ja, für mich ganz zufriedenstellend. Okay, gucken, was ist vorne, was ist hinten. Ah ja, die Mitte hier, da müssen wir die Kante noch ein bisschen bearbeiten. Die scheint nämlich noch recht weiß. Okay. So, nun. Wenn ihr das Ganze mit einem Band verschließen wollt, dann solltet ihr das jetzt hier anbringen, vorne und hinten, bevor ihr die Mattungen aufklebt. Ich klebe jetzt mal als erstes diese von mir abgerundeten Mattungen hier drauf. Ihr seht, so richtig dunkel ist es nicht. Ich hätte eventuell schwarz nehmen sollen. Man lernt dazu. Immerhin ist es nicht schreiend weiß. So, die andere Seite. So, auf die Rückseite klebe ich dann die hintere auf. Das lasse ich jetzt mal trocknen, denn für vorne hätte ich gerne noch so einen Security-Envelope-Verschluss. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und zwar gucke ich jetzt mal, ob ich mein Design hier noch irgendwie unterkriege, bevor ich das tue. Oh je, ich glaube, der ist alle. Zum Glück besitzt Frau nicht nur einen Kleber.
Das hätte ich gern hier. Und dann brauche ich noch aus dem Designpapier zwei so kleine Kreise. Die würde ich mir aneinander kleben. Na komm. So lange Pause gehabt. So, der darf jetzt ein bisschen kleben und ich guck mal, was er für eine Größe hat. Ich könnte das Ganze auch umdrehen. Wäre wahrscheinlich sogar besser. Oh ja, so glaube ich, gefällt es mir ganz gut. So, und diesen kleinen Kreis muss ich natürlich auch noch anschwärzen. Einmal drumherum. In die Mitte ein Loch. Dann brauchen wir natürlich so eine, wie heißt die? Ich weiß es nie. Musterklammer. Eine Musterklammer und ich habe hier so einen Trick. Und zwar habe ich mir von meiner Tochter eine Bügelperle geklaut. Von der schneide ich jetzt mal eine Scheibe ab, so einen Millimeter, höchstens zwei. Wenn ihr eine gute Schere habt, könnt ihr es so abschneiden, ansonsten mit einem Cuttermesser. An die binde ich jetzt meinen Faden. Ich wünschte, ich hätte eine dunkelblaue Kordel. Ein bisschen was Dickeres. Der Faden hier ist ganz robust, aber eine Kordel wäre einfach schöner gewesen. Guten Knoten. So, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr da noch ein bisschen Kleber drauf machen. So sieht das bei mir jetzt aus. Okay, dann gucke ich mal ungefähr, wie viel ich davon brauche, bevor ich es abschneide. Ich würde gerne zweimal hier rum und dann noch ein bisschen was hängen haben. Okay. So. Und den Verschluss machen wir nur in unsere Mattung, denn hier können wir ganz schlecht ein Loch durchmachen. Das würde zumindest nicht so gut aussehen. So, mal gucken, wo wir das hinmachen. Ich würde mal sagen, ungefähr da. Sehe ich das hier nochmal durch? Okay. Die Musterklammer, die Bügelperle, als Abstandshalter und das Ganze durch das Loch hinten auseinander. Das kennt ihr alle schon. Eventuell noch mit einem
Klebeband sichern. Das, glaube ich, mache ich auch mal schnell. Und das kleben wir jetzt auf unser Fotofolio. Nochmal checken, was oben, was unten, vorne und hinten ist. Und dann kann das Ganze aufgeklebt werden. Und ich habe jetzt hier zwar einen ganz dünnen Faden, das heißt, dieser Abstandshalter, diese Scheibe von Bügelperle wäre nicht notwendig gewesen. Wenn ihr aber eine Kordel habt, die etwas dicker ist, dann kommt ihr da super gut dahinter. Und ich werde hier noch eine Kleinigkeit dran binden. Und dann sind wir fertig. Der Verschluss. Wir machen auf. Können hier ein Foto hinkleben. Also 1, 2, 3. Wenn wir hier keine Tasche gemacht hätten oder eine von oben. 4, 5, 6, 7 und die 8. Ich hoffe, ihr versucht es mal und arbeitet ein bisschen was von eurem 12x12 Inch Designpapier weg. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten und es ist ein super duper Last-Minute-Projekt, das man sehr gut verschenken kann. Das war es wieder mal von mir für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr wurdet ein wenig inspiriert und konntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!